Stunden freie Zeit. Dicht am Limit, der Puls Berlin, Schalk und Herz. Komm, 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 Primat. Komm, 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 komm. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer neuen Ausstellung, zur 6. Ausstellung von Comprimart. Comprimart ist ein Kunstprojekt, unter dessen Dach einige Künstler ausstellen. Wir stellen Gegenwartskunst aus. Mit dabei ist Silke Gottschalk, mit der zusammen habe ich im Februar 2011 dieses Projekt initiiert. Wir haben zusammen eine Edition entworfen, die Lyrikdiele. Sie stellt hinten ihre wunderbar sinnlichen Bilder aus. Mit dabei ist Bruno Blank. Bruno Blank ist seit Beginn an dabei, seit 2011. Unsere erste Ausstellung war am 1. September 2011. Bruno hat diese wunderbaren, lebendigen Holzplastiken hergebracht und ich freue mich, dass er hier ist. Dann ist Michael Fischer-Art mit hier, den brauche ich wahrscheinlich den meisten nicht vorzustellen, ein sehr bekannter Künstler aus Leipzig. Er hat diese großen Gemälde mitgebracht und eigentlich schon ganz Leipzig eingefärbt und weite Teile von Sachsen. Ich freue mich, dass Michael dabei ist seit 2013. Und last but not least, neu bei uns ist Peter Mucinek. Peter Mucinek hat diese wunderbaren Karikaturen gemalt. Er ist ein begnadeter Karikaturist. Er wird vertreten, so wie ich, vom AMA Verlag, der heute mit Detlef Kessler, der Geschäftsführer, hier vertreten ist. Und ich übergebe das Wort an unseren Verleger Detlef Kessler. Ja, schönen guten Abend. Freue mich. Ich möchte aber erstmal Silvia Günther vorstellen. Das ist nämlich eine unserer Autoren unter anderem, die nicht nur ein lyrisches Buch für uns hergestellt hat, das kann man hier käuflich erwerben, sondern sie hat eben auch wunderbare Schwarz-Weiß-Fotos gestaltet und hat den Begriff Videolyrik entwickelt. Das kann man hinten in dem hinteren Raum sehen. Und letztendlich muss man natürlich noch sagen, sie ist auch die Initiatorin dieser Veranstaltung im Kern. Es ist eine gewisse Einmaligkeit, hier am Potsdamer Platz ausstellen zu dürfen. Und zum Schluss vielleicht noch möchte ich sagen, Peter Mucinek, eine lebende Legende, macht seit 45 Jahren bedeutende Karikaturen. Sie können einen Teil hier sehen, es sind Originale. Vielleicht auch vielen bekannt durch den Eulenspiegel, den er seit Jahrzehnten prägt. Dieser Sache haben wir uns angenommen, haben wir auch einen Katalog entwickelt. Das ist der hier, den kann man auch käuflich erwerben. Ja, das war es eigentlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Lassen Sie sich inspirieren, nehmen Sie die Sachen auf und ja, alles Gute. Danke Ihnen. Was sagen, nur ganz kurz, und zwar möchte ich Danke sagen, nämlich JNP und allen Menschen, die hier mitgeholfen haben, weil das sind ja nicht nur wir hier Künstler, sondern das sind ja noch viele Menschen drumherum, die das ermöglichen hier. Kunst führt Lehre im Raum, 2 Stunden freie Zeit, dicht am Limit. Der Puls Berlin, Schalk und Herz. Wie in Rauch abgehangen, fallen lichtlos Steine von allen Seiten. Komm, komm, Primat. Komm, komm, Primat. Komm, Primat.